sieht eher aus wie ein Meer. Stirb. Oh Gott. Seit wann kannst du springen? Die Nagas sind... Oh Gott, irgendwie seltsam. Stirb. Dankeschön. Ich wollte doch mal die Spikeballs ausprobieren. Oder nicht? Oh, hier ist eine Naga. Whee, Spikeball. Wow. Okay, der ist ziemlich geil. Oh, genial. Und wie lange bleibt das Ding? Ah, okay, so lange. Okay, der Spikeball, der ist ziemlich geil. Den werde ich mir aufheben, falls ich irgendwelche anderen Gegner bekomme, die nicht so einfach zu besiegen sind wie die Nagas. Und hier war doch auch noch irgendwas. Genau. Da war, genau, hier war noch der Lebenscontainer. Aber da kommen wir leider nicht dran. Ich muss irgendwie das jetzt zerstören. Aber ich vermute, das kann ich jetzt noch nicht. Und ich denke mal, dafür brauche ich den Elefanten für. Die Elefantenverwandlung. Denn ein Elefant ist schwer und der kann bestimmt sowas zerstören. Und wie man im Dance-Menü sehen kann, welches sich hier befindet, sehen wir da unten auch unter dem Elefanten. Unter dem Elefanten, genau, nein. Unter dem Affen befindet sich ein Elefant. Und ich denke mal, wir können uns dann in einen Elefanten verwandeln. Aber das bleibt abzuwarten. Ich verwandle mich erstmal in den Affen. Oh, da hat eine Naga schon wieder geschossen. Und klettere hier hoch. Denn jetzt kommen wir hier weiter. Na, ja, ich lass dich einfach mal da. Hilfe. Ich kann in der Affenform ja nicht kämpfen. Leider. Deswegen, ausweichen ist die beste Devise. Oh, gut. Also die sind irgendwie ein bisschen doof, weil die springen und schießen. Vor allem das Schießen nervt. Oh Gott, lasst mich doch in Ruhe. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ist unten noch was? Oh Gott, nein, da ist nichts mehr. Okay. Oder, aua. Dann ist das... Oh Gott. Wahrscheinlich nur da, um mich zu verwirren. Und weil da wahrscheinlich irgendwelche Glühwürmchen sind. Oh Gott. Ich denke immer, weil da Sand ist, dass da unten dann auch gleich Stacheln sind und ich sterbe, wenn ich hier runterfalle. Ich kriege dann jedes Mal einen Schock. So, oh Gott, Sand. Ah, Hilfe. Aber glücklicherweise ist da ja nichts. Kann ich jetzt Affe? Nein, ich kann leider keine Items aktivieren. Okay, dann wechseln wir wieder zu Chantae. Okay, den wollte ich eigentlich nicht aktivieren. Bam. Aber damit dürfte die Naga gleich Geschichte sein. Einmal noch. Wunderbar. Es ist Nacht. Oh Gott, das heißt, die Nagas sind stärker. War das etwa zielsuchend? Das sah so ein bisschen aus. Ich gehe mal hier runter. Wenn es Nacht ist, dann sind wir hier drin in einer Höhle vielleicht gut aufgehoben. Hm. Interessante Musik. Oh Gott, Stacheln. Ein Teufel. Also irgendwie kommt mir diese Höhle hier gerade ein wenig bekannt vor. Also wir waren hier noch nicht, nein, aber das wirkt so ein bisschen wie die Höhle aus dem Wald. Die gab es nämlich auch. Hm. Okay, aber die Höhle im Wald war doch noch ein bisschen anders. Was zum... Jetzt sind wir in der Wüste. Aber was sind das für Dinger? Die sehen irgendwie... seltsam aus. Und ich habe vergessen, wie ich den Spin-Kick mache. Moment. Oh, cool, ich kann die auch unten verletzen. Ich dachte, ich könnte die nur an den Augen verletzen, aber das schien nicht der Fall gewesen zu sein. Okay, dann mache ich dich ja auch noch fertig. Die greifen mich ja glücklicherweise nicht an. Vielleicht muss ich nur mal ein bisschen mit meinem Haar drauf peitschen. Dann gehen die kaputt. Bäh, stirb. So. Jetzt. Oh, natürlich, der Kaktus tut mir weh. Es ist also ein realistischer Kaktus. Toll. Gucken wir mal, was da oben ist. Los, verwandle dich, Chantae. Das dauert irgendwie ein bisschen lange, die ganzen Verwandlungen. Da ist natürlich nichts. War klar. War ja sowas von klar. Aber eigentlich möchte ich auch noch wissen, weil das ist halt jetzt... Oh Gott. Eine Skorpionsfrau. Hilfe. Ich gehe nochmal zurück, weil... Da ging es ja noch links weiter, in dem anderen Gebiet. Und ich möchte wissen, was da zu finden ist. Weil das mich das einfach interessiert. Weil hier ist ja die Wüste, das heißt, hier kommen wir wahrscheinlich zu Oasis Town. Hüpf, oh Gott. Oh Gott, da sind zwei. Hüpf. Der Edelstein hat irgendwie komisch gehüpft. Gib mir ein Herz. Ich möchte ein Herz haben. Ich habe nämlich nicht mehr viele. Eins noch, um genau zu sein. Und die Skorpionsfrauen, die sahen irgendwie nicht böse aus. Und jetzt, wo Nacht ist, möchte ich auch nicht gegen sie kämpfen, weil die sind dann ja einfach zu stark wahrscheinlich. Die halten dann ja, was weiß ich, wie viel aus. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Das sind Stacheln. Oh Gott. Na. Aua. Ich kletter erstmal da hoch. Das ist mir jetzt zu gefährlich mit der Naga.
So, verwandle dich. Das dauert mir irgendwie ein wenig zu lange, das Verwandeln. Am Anfang war das... Die sind wirklich zielsuchend. Was soll denn Mist? Aber wir fangen wieder bei der Leiter an. Immerhin etwas. Da verwandle ich mich jetzt aber direkt. Und ich klettere mal auf der rechten Seite hoch. Und mal gucken, was uns da oben erwartet. Vielleicht noch die ein oder andere... Stachel? Stachel? Ich traue mich nicht, darüber zu springen. Ja, war ja sowas von klar, dass ich da sterben werde. Nicht gut. Aber ich verwandle mich trotzdem schon mal wieder hier in den Affen. Dann kann ich nämlich direkt auf der linken Seite hochklettern. Ohne, dass ich mich da von der Naga treffen lassen muss. Hoffe ich zumindest. Los, Schanze, ich kletter. Und da ist auch nur Stacheln. Nein, ich weiß, dass ich da sterben werde. Ich gehe da nicht weiter. Verwandle sie sich. So. Mach sie fertig, mach sie fertig. Solange sie dir den Rücken zudreht. Was? Du blödes Mistvieh. Ja, wenigstens gibt es uns 5 Juwelen. Hallo, ist mal gut hier. Ja. Ey. Oh, gib mir ein Herz, komm schon. Okay, du hast mich nicht getroffen. Immerhin etwas. Ich möchte ein Herz, Leute. Ein Herz, ist das so schwer zu verstehen? Ah, okay, wo kommen wir jetzt hin? Auch in die Wüste. Aber in eine andere Wüste? Das ist seltsam. Ein männlicher Skorpion. Ich kann ihn nicht verletzen. Was zum... Hä? Okay, ich kann ihn doch verletzen. Das sah so aus, als könnte ich ihn nicht verletzen. Interessant. Okay, das ist also die Wüste der männlichen Skorpione und das links, nicht links, durch die Leiter durch, durch die kleine Höhle, das war die Wüste der weiblichen Skorpione und, oh mein Gott, ein Grenadierkäfer. Hilfe, den lassen wir mal lieber. Aber den Teufel töten wir, vielleicht gibt er uns ja Juwelen, toll. Ich möchte Herzen. Herzen sind, was ich begehre. Oh Gott, hallo? Was zum... Aua! Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Was ist das denn für ein brutales Vieh, ey? Jetzt darf ich mich noch einmal treffen lassen. Oh Gott, ich wusste doch, dass mich dieser Käfer trifft. Unschön, aber ich möchte weiter. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wo Oasis Town zu finden ist. Es könnte auch hier sein, weil es ist ja auch eine Wüste. Oh, und glücklicherweise sind die Aua, Gegner nicht mehr da. Bis auf der Kaktus, der ist natürlich noch da. Ja, ist klar. Ich lasse mich natürlich von so einem Käfer zweimal treffen. Mistvieh. Aber nicht verzagen, wir wollen trotzdem weiter. Und wir dürften jetzt auch bald... Boah, du darfst deinen Schwanz nicht in den Boden stecken, nein. So, du stirbst. Wenigstens können wir die aufhalten. Also, wir können ihren Angriff aufhalten, wenn wir sie angreifen. Das ist immerhin ein Vorteil. Ich glaube, das wäre ziemlich nervig, wenn die, während wir angreifen... Oh Gott, auch angreifen könnten. Ich dachte erst, oh Gott, Kaktus. An den komme ich nicht dran, aber der ist freundlicherweise durch den Kaktus durchgelaufen. Und es ist Nacht. Nein. Also, einmal, ja, wir können Glühwürmchen finden. Und nein, die Skorpione werden stärker sein. Hilfe. Gibt es eigentlich für so Skorpionmenschen irgendwelche Bezeichnungen? Also ich meine, es gibt ja Minotauren und Centauren. Was ist das? Das sieht auch aus wie ein Dungeon. Aber das sieht irgendwie seltsam aus. Das sieht mir jetzt aus wie so ein Schloss. Oder ein Palast. Naja, wie auch immer. Es gibt ja Centauren und Minotauren und es gibt Nagas und... Hilfe? Aua. Oh, speichern. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt kann ich ohne Probleme sterben. Ich fange hier wieder an, wenn ich Game Over habe. Oh, Glück gehabt. Das heißt, jetzt werde ich wahrscheinlich noch ein Gebiet... Da komme ich nicht hoch. Wahrscheinlich noch ein Gebiet machen müssen. Und dann kommt da Oasis Town. Und dann ist alles klar. So. Was zum... Ich komme hier nicht weiter. Ich fühle mich gerade ziemlich verarscht. Warum komme ich hier nicht weiter? Das ist... Bin ich jetzt den ganzen Weg umsonst gelaufen? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Mano. Das ist doch Beschiss. Beschiss ist das, okay. Leute, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt und wir machen gleich weiter. Ciao.